Real-Life-Streams sind gefährlich. Ein weiser Mann hat mal gesagt, auf Twitch live zu gehen, ist das gleiche wie eine Banane mit Schale zu essen. Macht heutzutage jeder. Aber in dem Video geht es um eine ganz besondere Art von Streamen, nämlich das IRL-Streaming oder das In-Real-Life-Streaming. Dabei gehen das kommt ja auch richtig, Leute auf die Straße oder in Restaurants, während Tausende an... Imagine rausgehen und die Sub-Bomber in Real-Life treffen. Obwohl, wäre eigentlich ganz andere ihnen dabei zuschauen und das geht nicht immer gut aus. I've been arrested for the last 7 days, okay? Either in jail or the psych hospital. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich fange nicht an zu weinen. It was a bomb threat and it was a prank. He says he was the target. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Sendung. Was die Lautstärke-Chat? Jetzt fast vergessen. Wir haben ja jetzt Dezember, ne? Deswegen... Das ist es, oder? Das ist es. Merry Christmas! It's Christmas! Das ist gleich eine andere Stimmung, oder? Ich glaube, IRL-Streaming ist nicht gerade was Unbekanntes. Laut, ne? So, Monta hat's gemacht, Inscope hat's gemacht, Tanzverbot macht seit Jahren. So ein Typ, der genauso viel frisst wie ich, folgt mir in einem Kleinwagen. Was willst du von mir? Und ich meine, es ist auch überhaupt nicht schwer. Ich bin jetzt theoretisch direkt live. Tatsächlich, Tanzverbot hat das wirklich als einer der allerersten so richtig lange durchgezogen. Also schon immer. Genau, ne? Auf meinem Handy. Auf twitch.tv/kaiser. Nein, aber im Ernst, vor ein paar Jahren war IRL-Streaming auf Twitch gar nicht mal so gern gesehen, weil grundsätzlich wollte Twitch ja eine reine Gaming-Plattform sein. Ja, aber ich glaube, spätestens so, nachdem das mit den Hot-Tub-Streams angefangen hat, da war es dann eh schon egal. Aber heute gibt es für IRL-Streams sogar eine eigene Kategorie. Ich bin gleich mal auf den ersten Stream gegangen, wohlgemerkt 7.30 Uhr in der Früh. Es geht um Pummelfee86. Das ist diese gute Frau, die ist Barkeeperin und die lässt anscheinend immer so nebenbei die Streams laufen. Und sie hat auch eine Menge Zuschauer. Zuerst habe ich auch gar nicht verstanden, warum, weil halt es ist nicht mal Ton dabei, es ist einfach nur Musik, die läuft. Ich dachte so, okay, du willst jetzt da irgendwelche betrunkene Leute reden hören oder so, das wäre vielleicht ein bisschen funny, aber mit der Zeit... Da bin ich dann drauf gekommen. Der Typ rechts an der Bar ist die komplette Entertainment-Maschine. Der hat getanzt, Geschichten erzählt, sich am Pummelfee angemacht. Digga, ich war nur 5 Minuten im Stream. Auf der anderen Seite hat der linke Typ immer nur so nett gelächelt und so. Und das hat die Stimmung aber auch gar nicht ruiniert. Irgendwie hat das hat seine Dance-Moves noch mal ein bisschen mehr verstärkt. Am Ende ist einer vom hinteren Tisch gegangen und die anderen zwei haben, glaube ich, irgendwie den Livestream abgecheckt. Dann hat der erste Dude nochmal seine sicken Moves ausgepackt und dann habe ich erst gesehen, was die für Donations reinbekommt. Okay, das sind jetzt die Top-Donations, ja, aber Digga, halt doch die Fresse. Einfach mal neben dem Geschäft ein zweites Geschäft am Laufen haben. Das ist so smart. Aber das ist halt nur eine Art von IRL-Streaming. Es gibt doch auch jemanden, Chat, der in der Landwirtschaft tätig ist und das immer streamt. Den kennt ihr bestimmt. Der streamt immer aus der Maschine raus. Es ist eine Bar und es sind fremde Menschen. Da waren auch manchmal Clips drin bei Hugo und so. Es wird halt gestreamt und so, aber ich persönlich verstehe unter IRL-Streaming so, jemand hat eine Twitch-Farming. Kamera in der Hand, filmt sich selber und wird dann von irgendwelchen Leuten angesprochen und die Clips landen dann auf YouTube. Was willst du von mir? Ich habe da ein paar ziemlich wilde Clips mit dem Gepäck und die zeige ich euch gleich. Aber davor gehen wir kurz darauf ein, was ihr mir so geschrieben habt. Gerade wenn es um meinen Partner Holy geht, fahre ich das immer extrem. Wenn ihr mir irgendwie habt, ist keine dass jemand falsch 10% Mangel. Das bedeutet, der Typ sieht... Imagine, du bist bei einem anderen Gaming-Booster, außer bei Level Up. Also wirklich unerträglich. Ha, thanks. It's like, hey, we're having a party. Tea party. Exactly. Across from the forum. It's an old gasoline station. Gasoline? Can I have a seat? May I sit in your presence? You may sit. I'm waiting for the cops anyway. You don't take tobacco, right? I don't take tobacco. I can't. Hey, I like your gear. I've been arrested for the last 7 days, okay? Either in jail or the psych hospital. We're gonna make $1 billion in the next freaking 8 weeks. Ja, ja. Yes. No, we're na klar, Digga. By Tuesday. Achso, das ist ja amerikanisch, ist ja eine Milliarde, eine Million, Chat, ne? Nicht verwechseln. Das ist ja aus welchem Grund auch immer, bei den Amis ist es ja umgedreht, wie bei uns, ne? Chat, richtig? Eine Milliarde, also wenn er sagt eine Milliarde, auf Englisch ist es bei uns eine Million. Where do you hang about? Right now I hang about. Right around here, well, that's, Rose Avenue. That's about done. Oder war das mit Billion? Ja, sie ist schon wieder durcheinander gekommen. Die Amis immer mit ihren Extrawürstchen. Fuß, Barrel, na, was noch? Pfund. Die leben einfach schon auf dem Mars. Meile, genau, Unze, Digga, Inch. Die leben einfach Zoll. Die leben auf dem eigenen Planeten leben die, Digga. In 5 years and I'm not having sex until at the right time comes. I'm not about to was labert der? My friend
Especially with the camera in her hand. Okay, turn that thing off. We need a break. One of the things you do with this film thing, slow down the footage. Actually, turn it off until we get up to the next one. I can't turn it off. I'm doing a live stream. Okay. Digga, echt krass, was aus Willy Wonka geworden ist. Auf real, das Ding beim IRL-Streamen ist halt, dass du nie weißt, was als nächstes passiert. Und du kannst dich ja nicht mal irgendwie drauf vorbereiten oder so. Alleine bei Quiet Lola, also Tanzverbots-Freundin, glaube ich. Ja, gibt's eine Menge Tipps, die ziemlich fucking weird sind. Einmal steigt sie zum Beispiel aus der U-Bahn aus und wird einfach von irgendeinem fremden Dude angespuckt. Puh. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich fange gleich an zu weinen. Der Typ hat mir gerade ins Gesicht. Sorry, wenn ich jetzt lache, aber hä? Der macht da irgendwie so einen Dance-Move noch davor. Dude angespuckt. Ich mach mal kurz die Cam weg. Puh. Ich muss hier ganz schnell weg. Was ein Hund. Der Typ hat mir gerade ins Gesicht gespuckt. Als nächstes bekommt sie von irgendeinem Dude einen Kuss auf die Backe und ja, sie hat da halt gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, warum Leute sowas erst recht dann machen, wenn sie sehen, dass irgendwer live ist oder filmt. Hier in dem Fall passiert das zum Beispiel nochmal. Und wenn ihr euch denkt, damn, das ist ja schon zweimal passiert, Digga, ich hab noch einen Clip. Can I say hello to you? Hi, sure. Hello. No, no, I hold it. You can say hello. Der sieht ein bisschen aus wie dieser eine junge Politiker mit den Skandalen. Wisst ihr, wen ich meine? An der Stelle möchte ich noch mal ganz kurz dazu sagen. Geil. Sind die? Genau so müsst ihr reagieren an die Frauen. So viele Männer denken immer, die dürften alles machen. Und die machen das dann und viele Frauen sind dann, verständlicherweise, zu perplex, um was zu sagen. Und dann denken diese NPCs noch, das ist cool und witzig, was sie gemacht haben. Richtig anschreien. Ihn nicht schlagen oder so oder körperlich angehen, weil dann kann der Wichser einen auch noch anzeigen. Aber so richtig ihm mal in die Fresse sagen, was er für ein verdammter Hurensohn ist. Und dann kapiert er, diese Leute, was los wirklich ist. Dann lässt so er es auch. Dass sie nicht auch im besoffenen Zustand in der Öffentlichkeit eine Straftat begehen, sondern auch noch während jemand offensichtlich filmt. Ich glaube, manche Leute brauchen einfach diese Aufmerksamkeit. Aber es geht auch andersrum. Ein gutes Beispiel dafür ist Twitch-Streamer Baked Alaska, der sich nach einem Dessert benannt hat. Hätte ich auch machen sollen. By the way, kurzer Kaiser-Fun-Fact. Zwischen Alaska und Russland liegen zwei Inseln, die voneinander nur 4 Kilometer entfernt sind, sind aber in unterschiedlichen Zeitzonen und der Zeitunterschied beträgt 21 Stunden. Fun-Fact mit Kaiser. Swag. Baked Alaska war dafür bekannt, dass er eine Menge Leute in seinen Streams provoziert, auf offener Straße oder in irgendwelchen Geschäften. Das ist ja eigentlich voll geil, Chat. Ich könnte auf der einen Insel wohnen und wenn dann ein Spiel-Release ist, wo ich unbedingt spielen will, dann tue ich einfach zu meinem Kumpel auf der anderen Insel kurz rüberschippern und kann das Spiel 21 Stunden früher spielen. Oder er kommt zu mir. Oder er kommt zu mir, um sein Spiel 21 Stunden früher zu spielen. Wir können einfach Zeitreisen, Chat. Und stellt euch mal vor, wir stellen dann die Konsole noch irgendwie um. Geschäften und das bringt zwar viele Klicks, aber ist halt in Wahrheit ziemlich cringe. Was war das jetzt? Baked Alaska war dafür bekannt, dass er eine Menge Leute in seinen Streams provoziert, auf offener Straße oder in irgendwelchen Geschäften. Und das bringt zwar viele Klicks, aber ist halt in Wahrheit ziemlich cringe. Ähnlich wie Wasser. Shut the fuck up! How about that? You're a little communist snitch, bro. Get out. You leave. Get out. You small ass. You're 400 pounds. Get on a treadmill, bitch. Shut the hell up and get the hell out. Oh! Digga, wenn ich das gesagt hätte oder irgendjemand anderes aus der deutschen Szene, direkt gecancelt und ein Bann hinterher. Wie kann das sein, dass das wieder, da passiert wieder nichts? Die Amis leben wirklich auf dem eigenen Stern oder so. Da gibt's irgend so einen Clip, da gibt's irgendeinen Clip, das ist mir gerade aufgefallen, das ist, glaube ich, auch in einem Stream entstanden. Da ist irgend so ein besoffener Typ und ein anderer steht so und ist schon mega aggressiv und mega genervt von dem, macht aber nichts. Und der kauft, glaube ich, irgendwas in der Dose. Und dieser besoffene Typ will nach der Dose treten. Wisst ihr, welchen Clip ich meine? Der tritt nach der Dose, trifft nicht richtig. Und dann tut der Typ, der wartet, ihm so ein Ding zimmern. Und der fällt einfach um wie ein nasser Sack Kartoffeln. Bester Clip, den ich je gesehen habe. So geil, Digga.
Es ist auch öfter mal vorgekommen, dass der Dude einfach den auf Clip der Straße umgeht, sich mit irgendwem streitet. Und dann hat er Mods, könnt ihr mir den Clip kurz mal raussuchen, bitte? Der ist so geil, der Clip. Er auch Pfefferspray in sein Gesicht halt sprüht. Das sind aber dann nicht so Geschichten, wo du dich wirklich selbst verteidigst, sondern er streitet mit irgendwem, dann geht er weg aus Sicherheitsgründen, geht aber wieder zurück und dann Pfefferspray er ihn. Also komplett gegen das Gesetz. Das ist ja alles gut und schön, ja, aber ich verstehe eine Sache nicht. Wenn du schon, so wie bei dem Lola-Ding, wenn du schon siehst, dass jemand filmt, begeh halt keine Straftat. Begeh mal generell keine Straftat. Wenn jemand filmt, dann begeh keine Straftat. Aber wenn du derjenige bist, der gerade alles live überträgt, muss ich das erklären? Wenn du dir denkst, Digga, es wäre eine gute Idee, wenn ich jetzt live streame und irgendwem zu Unrecht Pfefferspray ins Gesicht sprühe, Digga, ich kann dir da auch nicht helfen. Das ist meiner Meinung nach das größte Problem beim IRL-Streaming. Ist aber weder, dass andere Leute in deine Streams reinkommen und dich da irgendwie nerven, noch sind es andere Streamer, die andere Leute nerven, sondern es sind die Leute zu Hause. Ja, ganz richtig, kleiner Jonas. Keiner mag dich. Hashtag Jonas in die Comments. Nein, Spaß. Was ich eigentlich gemeint habe, ist, solange du livestreamst, weiß jeder Mensch genau, wo du bist. Zumindest, wenn du gute Anhaltspunkte hast, wie Straßennamen, Restaurants, vielleicht weiß man generell, in welcher Stadt du lebst. Und ich kann mich noch erinnern an ein paar Stories von dem Twitch-Streamer Ice Poseidon. Den kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Ich glaube, das ist so einer der größten IRL-Streamer jemals. So. Und dieser Typ wurde in seinem Leben gefühlt 50 Mal geswattet. Falls ihr nicht wisst, Swatting ist, wenn irgendjemand anruft bei der Polizei oder bei der Feuerwehr und irgendeinen Notfall auslöst. Quasi angenommen, ich sitze im Studio, jemand kennt meine Adresse und sagt dann der Polizei, yo, hier ist eine Bombe. Da kommt die Polizei hier rein und ich sag, hallo, ist hier eine Bombe? Nee. Ice Poseidon wurde damals zu Hause geswattet, auf der Straße, während dem Autofahren, während einer Therapiesitzung, die er, warum auch immer, live gestreamt hat, während er beim Friseur war und sogar am Flughafen. I don't know, dude, I might be on Terminal 5. I don't know where I am, I'm just on 53A, that's my gate. And I'm not sure telling you guys that is a good idea, but what can you possibly do, right? Phoenix police searching an American Airlines plane at Sky Harbor. Police say an anonymous threat was called. Aber in die Richtung passiert auch schon einiges. Da wurden viele, viele Leute richtig hart verknackt für dieses Swatting, weil da, ja, bei irgendeiner Aktion ist, glaube ich, auch mal jemand ums Leben gekommen. Ja, die armen Einsatzkräfte, ne? Called in, so dumb. That threat wound so up dumb. Being not credible. The troll was trying to just affect me, but he ended up affecting every single person on the plane. And I just can't help but feel really bad for all those people. You know what I mean? Because I was there. Das ist ja nicht nur scheiße, dass da Steuergelder für draufgehen, Chat. Im Endeffekt, dieses Swatting bezahlen am Ende wir alle. Weil wer bezahlt denn das Personal? Die Polizisten, die Rettungskräfte, die Feuerwehr, das bezahlt der Staat und die bezahlen es mit den Steuergeldern. Also bezahlen das alle von uns aus unserer Tasche, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn nichts passiert, gerade in der Umgebung, dann haben die nur ihre Zeit und unser Geld verschwendet. Aber wenn dann wirklich etwas passiert, ne, als Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Gangs ballern sich auf einmal auf der Straße über den Haufen und dann würden die Rettungskräfte gebraucht werden und die ganzen Rettungswagen sind aber gerade an einem Airport, an einem Flugplatz, wo sie nicht gebraucht werden und dann sterben Menschen, verbluten Menschen, hätten aber gerettet werden können, dann sterben Menschenleben wegen irgend so einem Spaßanruf. Das ist halt einfach kein, das ist einfach nicht mehr witzig so, das ist kein Spaß. That's the reason why it happened and it's really messed up. If I'm showing where the fuck I am on livestream, then it's completely fine to swat a fucking plane. You're delusional. Ich glaube, das war damals so einer der Gründe, warum Twitch gesagt hat, yo, eigentlich nicht so viel Bock auf dieses IRL-Ding. Weil einerseits, ja, er ist natürlich überhaupt nicht schuld daran, dass irgendein Vollidiot da jetzt einen Alarm auslöst oder so, komplett umsonst. Aber andererseits halt, hätte er nicht gestreamt, dann wäre es halt nicht passiert. Ich persönlich würde mir jetzt keine Schuld dafür geben, aber wenn du jetzt sagst, yo, ich bin großer Streamer, mir ist das schon öfter passiert, dann sag halt nicht, auf welchem Gate du bist oder so. Ich meine, ich weiß nicht, kann man den Leuten irgendwie Streaming-Verbot geben oder so? Geht das? Wenn ja, dann fangen wir bitte gleich mal mit diesem Luke-Time an. Ihr kennt ja alle Max Emre, der Typ mit den Glatzen-Streams. Wir machen das Ganze jetzt auch, aber wir schneiden sie uns wirklich. Kommt in den Live rein. Ein Statement zu dem Live von gestern. Als allererstes habe ich eigentlich gar keine Lust auf dieses Video hier. Ja, ganz ehrlich, ich auch nicht. Alter, imagine, wir würden das so kombinieren, weißt du, so Max-Emre-Style-Content, aber in real life. Oder so beim Friseur, wenn er das Spendenziel erreicht, dann wird ihm eine Glatze geschnitten und wenn nicht, dann wird er halt geswattet. Nein, also free, so macht es nicht, gell, das ist weder lustig noch ist es lustig oder so. Ihr kommt dafür sehr lange in den Knast, by the way. Ihr kommt, by the way, auch in den Knast, wenn ihr Bananen mit Schale isst. Bitte macht das nicht. Freunde, lasst mich auf jeden Fall gewissen, was ihr von dem ganzen Thema haltet. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Checkt auch gerne meinen Partner Holy ab. Und ja, meine Freunde, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.